So, da dürfte Karin jetzt nicht sofort drauf gehen, hoffe ich. Da könnte man gerne mal vorbeischneien. So, jetzt geht es auf jeden Fall weiter. Wir gehen zum Mahile. Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall geht es zum Ziergarten. So, der ist hier oben. Mahile Ziergarten. Ziergarten, nicht Ziergarten. Alter, ey. Heute habe ich es aber. Im Mahile Ziergarten soll es ein Teehaus geben. Wahnsinn, oder? Aber gut, ich schlage vor, wir teilen uns auf. Ich suche bei der Brücke nach dem Professor und du suchst den Rest der Umgebung ab. Natürlich. Du bleibst einfach an der Brücke stehen, du Vollidiot. So, wir können uns einmal in die Karte angucken. Eine Karte des Mahile Ziergartens. Ihm scheint ein Motiv zugrunde zu liegen. Ja, man kann erkennen, dass, jetzt wollte ich eigentlich fast schon mit dem Finger drauf zeigen, dass da, wenn man dem Fluss so ein bisschen folgt, dass es ein Garados ähneln soll. So, hier sind auch Pokémon verboten. Ja, gut. Wir gehen jetzt erstmal nach rechts, weil hier die Sackgasse ist. Und wir mal gucken wollen. Komm schon, Fleckmon, hier können wir uns schön ausruhen. Nicht, dass du je was anderes machen würdest, oder, Fleckmon? Okay, hier haben wir auf jeden Fall einen Trainer. Mit dem nehmen wir uns an. So, Zeit für ein Erinnerungsfoto. Jetzt muss, nur... Ja, okay. Ist okay. Der Ulf. Der Urlauber. Ulf. Nur mal eben was zu naschen. Ich habe heute nämlich noch nichts gegessen. Das ist ein bisschen schlecht. So. Er setzt ein Radikal ein. Aber ein normales Radikal. Keine Alola-Form. Also ist es nur ein Normaltyp. Wir wollen das Ding paralysieren. Definitiv. Gewissheit. Wow. Karin glänzt mal wieder. Der killt. Cool. Fängt ja schon wieder gut an. Wir haben keine Kampfattacke. Das Ding kann Gewissheit. Das ist eine Unlichtattacke. Also ist DP auch nicht so gut. Mit wem gehen wir rein? Das Ding ist Level 28. Wir wollen das Ding slowen. Mit Puschel. Erstmal eine gepflegte Baumwollsaat drauf. Gewissheit. Resistieren wir als Feentyp. Und, Egelsam? Ja, komm, Egelsam. Die Zeit haben wir eben. Geht natürlich daneben. Natürlich. Warum geht es daneben? Warum geht alles daneben, was ich hier anfasse? So. So, und jetzt kommen wir mit dem Gigasauger uns auf jeden Fall heilen. Ne, Puschel sollte das eigentlich regeln können? Vielleicht? Vielleicht? Verfolgung. Wir können froh sein, dass das Ding gar keinen Hyperzahn drückt. Weil Hyperzahn dürfte wirklich Aua machen. Aber wir heilen uns genug, um erstmal seine Unlichtattacken zu überstehen. Knirscher. Okay, du beherrschst drei Unlichtattacken und den Hyperzahn. Super. Da wäre Dippy wirklich hier lost gewesen. So, noch ein Gigasauger und das war's.
Wir müssen definitiv leveln. Also unsere Pokémon müssen stärker werden, sonst haben wir hier ein relativ großes Problem. Sehe ich. Wir wollen Karin wiederbeleben. Tränke haben wir jetzt auch nicht allzu viele dabei, ne? Haben wir noch irgendwo Supertränke? Nein? Schön. Supertränke. Wir müssen uns auch wieder irgendwie neue Sachen kaufen. So. Ein Maskeregen. Ein Käferflugtyp, das haben wir schon mal kennengelernt gegen das... Das hatten wir nicht kennengelernt, weil es nicht kam. Denn bei der Wasserprüfung kam Aqua anstatt Maske Regen. Da kann es nämlich auch auftauchen als Partner-Pokémon für dieses Aranestro. Gut. Hier gibt es auf jeden Fall ein Item. Grassamen. Was bewirkt der? Hier war er nicht dabei. Da ist er. Gibst du den Samen einem Pokémon zum Tragen, setzt es ihn ein, wenn ein Grasfeld aktiv ist und erhöht dadurch seine Verteidigung. Okay. Gut, wilde Pokémon wollen wir ein bisschen umgehen. Soweit es geht. Ja, danke. Ein Quapuzzi. Ein Gen 1 Wasser-Pokémon. Ne, die Quapsel-Entwicklungsreihe mag ich ja, ne? Quaxo feiere ich jetzt nicht so sehr, da bin ich eher der Quappo-Fan. Anstatt Quaxo. Okay, so. Rechts haben wir abgekaspert, jetzt können wir nach links. Und uns den nächsten Trainerchen hier stellen. Hier, hallo. Heute ist ein Tag der Pokémon. Heute ist der Tag der Pokémon. Okay. Heute ist also Tag der Pokémon. Sollen wir zelebrieren. Hey. Sally. Hallo, du hast ein Pokémon. Eine Pi. So, da dürfte Karin jetzt nicht sofort drauf gehen. Hoffe ich. Bei Pi. So, Stachelspore, die wirkt jetzt mal. Sehr schön. Pi ist auch hier ein Feen-Pokémon, ne? Seit der 6. Generation. So, Pi ist auch, ja, die Vorstufe von Pi, also eigentlich die erste Stufe. Deswegen können wir... Wir gucken mal, wie viel die Klammer macht. Zauberblatt. Karin kann es schaffen. Karin kann... Komm, Karin... Du kannst doch mal einen Pi besiegen, oder? Imitator. Pi kannst du besiegen. Komm. Wenn jetzt nochmal eine Vollpara kommt, ist schon mal supi. Es kommt keine Vollpara. Es ist... Komm schon. Komm schon. Ja, danke. So. Karin hat einen Kampf gewonnen. Yay. Karin wird gut, sobald wir den, sobald wir ihr den Wandler beibringen. So, wieder heilen. Blub. Oh, gibt es hier irgendwas? Nee. Über die Brücke kommen wir nicht. Das heißt, wir müssen ganz außen rum. Hier gab es auch nichts. Toll. Durch das hohe Gras hier einmal. Ja. Zwei Schritte und bam. Ein Encounter. Ein Alola Mauzi. Karin dürfte aber schneller sein, hoffe ich jetzt mal. Sehr fein.
Mauzi. Fluch gescheitert. Super. Volltreffer. Natürlich. 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 Karin, haust du bitte ab? Du hast einen richtig guten Wert und das ist die Initiative. Nutze sie. So. Du bist kein Trainer? Hm? Was wohl das Geheimnis des Teiches hier im Ziergarten ist? Hm. Also jetzt sieht man es besser auf der Karte, dass es ein Garados darstellen soll. Na, wenn er oben mal bei Rotum guckt. So. Hier war die Brücke, da wartet nämlich Tali. Hier konnten wir nicht rum. So, hier haben wir auf jeden Fall ein... Das weiß ich schon, das wird ein Doppelkampf. Übertrank, bam. Und jetzt machen wir mal ein Tech-Team, was ich gedacht habe. Und zwar Karin mit Taya. Weil Taya hat eine neue Attacke gelernt. Und die setzen wir gleich mal ein. Alola, lieber Trainer. Alola, liebe Pokémon. Mein Pokémon hat sich mit dem eines Gastes aus dem Hotel angefreundet. Jetzt machen wir hier zusammen einen Spaziergang. Turipa, Noah und Herdis. Ne, setzen beide ein Vulpix ein, aber wir haben hier ein normales Vulpix und ein Alola-Vulpix. Ja. Ja, also ein Feuer- und ein Eistyp. Ich denke, wir wollen jetzt erst den Feuertypen loswerden. Deswegen Stachelspore auf das normale Vulpix. Und dann kommt die Bürde hinterher. Die Frage ist, wer ist jetzt schneller? Taya? Oder Karin? Karin ist schneller. Sehr schön. So, da Vulpix jetzt paralysiert ist, haut die Bürde doppelt so rein. Deswegen ist eine gute Kombi. Und die Bürde macht fast nichts. Funkenflug. Zum Glück ging das auf Karin. Aurora-Strahl. Ihr wollt irgendwie Karin loswerden. Ich merke das schon. Karin paralysiert aber erstmal noch das andere Vulpix. Und die Bürde geht dann wieder auf, ja, auf das normale. Und wir hoffen jetzt mal auf eine Fullpara. Keine Fullpara. Finte ist okay. Funkenflug auf. Nein! Das tut weh, das tut weh. Ah, und das nimmt sogar beide raus, ne? Lol. Ja, das ging super. Ja. Ha. Puschel ist hier absolut keine Option. Weil Feuer und Eis ist aua für Puschel. Wir gehen mit Dippy. Links. Und Isaac rein. Haben die mal eben Doppel-K.O. gemacht. Schlimm. Gut. So, was machen wir jetzt für Quatsch? Wir drücken mal die Psychokinese auf das Alola-Vulpix und Isaac dürfte jetzt das normale Vulpix rausnehmen können. Ne? Hoffe ich jetzt mal. Mit einem, ich kann mir überlegen, Giftzahn bringt mehr, weil es Stab ist. Mhm. Isaac versucht, Giftschock zu lernen. Wollen wir Isaac Giftschock beibringen? Eigentlich nicht, ne? Weil es ist eher physisch offensiv. Giftschock ist eine spezielle Attacke. Aber Giftschock ist doppelt so stark, wenn ein Pokémon vergiftet ist. Und Giftzahn hat eine relativ hohe Chance, ein Pokémon zu vergiften. Ich glaube 50%.
Und die Akupressur, die hat uns in der Vergangenheit nicht allzu viel gebracht. Deswegen, Akupressur lassen wir mal vergessen. Und bringen Giftschock bei. Ja, es wird Dippy wehtun. Das habe ich mir schon gedacht. Aber beide sind schneller als dieses Vulpix und könnten das jetzt zusammen rausnehmen. Wir setzen hier den Käferbiss ein, weil der dürfte nochmal stärker sein. Als der Giftzahn. Für den Klaue, sehr schön. Und raus. Wir sind wirklich underlevelt. Dippy versucht Hypnose zu lernen. Das brauchen wir nicht. Auf keinen Fall. Hypnose hat nur eine Chance von 55%, dass es trifft. Und nein. Oh nein, ich habe meinen Gast des Hotels enttäuscht. Nicht mal mit der geballten Kombination aus heiß und kalt konnten wir mit unseren Vulpix gewinnen. Ja. Ihr habt aber wirklich Taya und Karin rausgenommen und das war jetzt nicht so doll für uns. Zumindest. Übertränke, wir haben echt kaum noch was zu heilen. Wir müssen auf jeden Fall nach dem Ziergarten mal einkaufen gehen. Wir hätten noch eine Kumu-Milch. So. Eieieiei. So, jetzt geht's hier erstmal weiter. Da, hier ist das Teehaus. Da ist schon Professor Kukui. Zu dem gehen wir gleich hin. Aber erstmal schauen wir uns noch ein bisschen um. Da ist ein Item. Ein Wutkeks. Wutkeks. Dieser Ziergarten wurde von Leuten, angelegt, die einst aus der Johto-Region hierher kamen. Mhm. Ach so, deswegen sieht das hier alles so wahnsinnig exotisch aus. Johto ist ja eher so japanisch angehaucht, wenn man so die ganzen Pagoden und sowas sieht. Ja, aber ich liebe die Johto-Region. Johto ist super. Johto werden wir auch nochmal irgendwann spielen. Nur momentan irgendwie funktioniert das mit dem Emulator nicht. Zumindest mit Heartgold oder Soul Silver. Karin, du darfst flüchten. Danke. Keine Ahnung warum. Ne? Es schmiert immer wieder ab. Und ich muss mir da noch was einfallen lassen. Ja, weil normal Silber, Gold will ich jetzt nicht spielen, weil, ne, wozu? Wenn wir auch Heartgold oder Soul Silver spielen können. So, hier haben wir auf jeden Fall die nächste Trainerin. Und zwar Urlauberin Claudia. Mit einem Raichu. Einem normalen Raichu. Ein weibliches sogar. Das sieht man an der Schwanzspitze. Ne, wenn das so ein bisschen abgekattet ist, so wie bei dem Raichu, dann ist es weiblich. Wenn es spitz zuläuft, dann ist es männlich. Ja, für diejenigen, die es nicht wussten. So, wir gehen hier auf Dippy rein, weil Dippy ist hier deutlich im Vorteil. Donnerschock immunisieren wir nämlich. Und können mit der Dampfwalze kontern. Guten Schlag. Ja, mehr als die Hälfte. Sehr schön. Also Two-Hit. Ja, wenn die Flinkklaue jetzt noch triggert, sind wir als erstes dran. Das wäre ideal. Schade. Aber es setzt eh nur Rutenschlag ein. Von daher. Alles im grünen Bereich. So. So, Karin Level 27. Easy going. Was machen wir jetzt für Quatsch?
Was machen wir jetzt für Quatsch? Wir setzen Pusche mal nach vorne. Zack. Holen uns hier noch das ein Item. Ich meine, hier gibt es eine TM. Ja. Und zwar TM Donnerwelle. So, und jetzt haben wir hier alles erkundet. Das heißt, wir gehen zum Professor und schauen mal, was er zu sagen hat. So, hi Prof. Ah, Professor Kukui. Oh, hallo. Ihr strahlt ja übers ganze Gesicht. Ist irgendwas Tolles passiert? Es war der Wahnsinn. Hey, Professor, du wirst es nicht glauben. Eine Ultraforte hat sich geöffnet. Und dort waren eine Ultrabestie und zwei Gestalten aus einer anderen Welt. Das musst du Professor Burnett erzählen. Wow, durch die Ultraforte ist also eine Ultrabestie gekommen. Und Bewohner einer anderen Welt waren ebenfalls dabei? Fantastisch. Der scheint eher sich zu freuen, als sich Sorgen zu machen. Na, dann ist es ja umso wichtiger, dass ihr durch die Inselwanderschaft stärker werdet. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann der Tag, an dem ihr durch eine Ultrapforte gehen könnt. Also gut, die nächste Prüfung findet auf dem Gipfel des Hokulani-Bergs statt. Dort kommt man mit dem Bus hin. Geht einfach zur Bushaltestelle auf Route 10. Professor, geh schon mal vor. Ich schaue noch beim Malasala-Laden vorbei, um meine Pokémon ein bisschen zu verwöhnen. Alles klar. Okay, Aurora, ich warte an der Bushaltestelle auf dich. Jo, Aurora, weißt du was? Was denn? Auf dem Hokulani-Berg gibt es eine Sternwarte. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was eine Sternwarte eigentlich ist. Aber ich werde es wohl bald herausfinden. Bis später. Ja, winke, winke. Jut, jut. Eine Sternenwarte hier auf Ula Ula. Ja, das wird hier was. So, wir gehen auf jeden Fall zurück zum Pokémon Center. Und heilen unsere Pokémon und dann gehen wir ein bisschen die Stadt erkunden. Ja. Und uns mal eben mit Tränken voll ballern. So, ich möchte etwas kaufen. Was kaufen wir denn? Bälle brauchen wir nicht. Supertränke kaufen wir ein paar. Was soll der Geiz? 30 hier. Beleber brauchen wir. Ja, wir sollten Beleber holen. 10 Stück. Wir haben eh genug Kohle. So. Okay. Jo, dann geht's weiter. Stadt erkunden. Oh, hi Lilly. Hast du etwas Zeit für mich, Aurora? Ich habe eine Bitte. Piu! Aber zuerst, also, ich wollte wissen, wie war denn dein Eindruck von der Präsidentin des Ätherparadieses? Sie wirkte nett. Mein Bauchgefühl sagt, ich weiß nicht so recht, ne? Ist ein bisschen, ne? Sie wirkte nett. Komm. Oh, natürlich ist sie das. Das war wohl eine dumme Frage. Immerhin kümmert sie sich um hilfsbedürftige Pokémon. Also, was ich dich eigentlich bitten wollte, geht zum Wörkchen? Ja, so ist es. Ich will mit Wölkchen zu den Ruinen von Ula Ula, aber um dorthin zu gelangen, muss man zuerst eine Wüste durchqueren. Dich zu bitten, mich dorthin zu begleiten, wäre eindeutig zu viel verlangt. Aber in der Bibliothek von Malir soll es ein Buch geben,
das mir weiterhelfen könnte. Würdest du mir vielleicht dabei helfen, danach zu suchen? Ich weiß, die Bibliothek von Malir, ich weiß, dass die Bibliothek von Malir irgendwo im Zentrum von Malir City liegt. Da sollte ich also schon irgendwie hinfinden. Hm? Piu. Okay. Bücher schmökern. So, zuerst gucken wir uns hier um. Wir könnten hier zum Beispiel ein schönes Foto schießen, ne? So als Hariyama. Aber nö, machen wir nicht. Was haben wir hier? Hier haben wir den Malasala-Laden, ne? Hör gut zu, junge Dame. Über Sofort-Link kannst du... Achso, ja, nein, es ist Online-Modus. Machen wir nicht. So, hier gibt es auf jeden Fall ein Bekleidungsgeschäft. Und einen Stick habe ich da gerade gesehen. Den holen wir gleich noch. Wir kleiden uns neu ein. Und soweit ich weiß, ist das das letzte Bekleidungsgeschäft. Das heißt, wir werden uns erstmal hier... Also das, was wir jetzt erstmal kaufen, werden wir eine lange Zeit tragen. Gestreift. Also die Blusen gefallen mir jetzt nicht so sehr. Nein, ich bin... Es ist ein sehr weites T-Shirt, finde ich. Tanktop bin ich auch jetzt nicht so der Fan von. Ha, schwierig. Was habt ihr denn als Hosen? Shorts. Okay. In allen möglichen Farben. Lange Jeans. Also, das sind jetzt etwas zerschlisseneren Dingern. Wir hätten wieder einen Rock. Okay. Sportliche Shorts, Qualle, Fellkrabbe. Ha! Schwierig. Ich glaube, wir holen uns eher Jeans, ne? Ja, wir holen uns eher solche Jeans. Nur welche Farbe? Das ist jetzt die Frage. Ich denke mal, normale blaue Jeans. Ja. Nehmen wir. Dazu müssen wir jetzt das passende Oberteil finden. Ich finde das Shirt total hässlich. Ne? Nur mal so am Rande. Das ist... Nee. Geht gar nicht. Da ziehe ich doch lieber so eine Bluse an. Ja, die ist schnittiger. Würde ich sagen. So, die Frage ist, welche Farbe? Farbe. Hier hätten wir das auch nochmal in so, ne? Wenn dann aber gestreift, glaube ich, ne? Schwarz eher. Blau. Blau ist ja schon so ruhige. Wir haben gar nicht so viel Auswahl, Leute. Wir haben nicht so viel Auswahl. Gefällt mir jetzt alles nicht so sehr. Komm, wir nehmen Lilla. So, Schuhe. Schüchen. Was seid ihr denn? Okay, Overknees. Ne, das sind Socken. Socken ziehen wir aber nachher nochmal andere an. Schuhe, hier sind die. Mhm. Okay. Ah, okay, ihr habt nur diese Marke in verschiedenen Farben. Nehmen wir das. Taschen, neue Tasche. Ich mag es ja wirklich, dass man sich so individualisieren kann. Aber die Auswahl ist sehr beschränkt. Da finde ich Schwert doch schon ein bisschen interessanter. Wollen wir so eine neue Tasche holen? Lass mal gucken. Ne, neue Tasche braucht man eigentlich nicht. Hüte. Hüte sehen wir jetzt gar nicht, weil wir den Schmuck noch anhaben. Brillen wollen wir nicht. Aber hier gibt es die Filzhüte, die kennen wir schon. Kappe will ich nicht tragen. Ich denke mal, der Schmuck ist in Ordnung.
Jetzt gehen wir nochmal zur Umkleidekabine und ziehen uns andere Socken an. Weil die Socken passen ja hier null zu. Kleidung anprobieren. Socken. Ich habe nur Overknees, ne? Dann ziehen wir keine Socken an. So. Ist eh warm genug. Was hatten wir noch für tolle Shirts? Achso, das sind Shorts. Ja, die Hose behalten wir, aber was haben wir für T-Shirts nochmal? So, das. Mehr haben wir nicht, ne? Obwohl mir das eigentlich sehr gut gefällt. Das lassen wir. Schuhe lassen wir. Gut. So gehen wir Russ. So können wir uns zeigen lassen. So, den Sticker nehmen wir mit. Und dann geht's weiter. Nächstes Haus wäre Friseur. Ne, wir haben eine tolle Frisur. Dann haben wir hier, haben wir nichts. Hier kommen wir nicht rein. Da ist noch ein Sticker. Und hier haben wir etwas Besonderes.